Eure Karl-May-Stars lesen aus Ein amerikanisches Doppelduell. Howdy, liebe Karl-May-Freunde. Hier nun das zweite Kapitel. Das erhöhte meine Sorge. Aus welchem Grunde waren diese zwei Menschen so schnell geritten? Um die Burnings einzuholen und zu überfallen? Oder nur um rasch nach Fort Hillock zu kommen? Das Letztere war ja auch sehr leicht zu denken. Aber ich konnte mich dabei nicht beruhigen. Die nächsten Stunden mussten uns Gewissheit bringen. Sagten uns da die Spuren, dass Grinder und Slack die Burnings überholt hatten, so waren meine Befürchtungen grundlos gewesen. Wir fegten also im Galopp über die Ebene, immer neben den drei Pferden her und sie scharf im Auge behaltend. Es verging eine Stunde und noch eine. Da parierte Winnetou sein Pferd und sagte, als ich das meinige auch anhielt, in seiner bestimmten Weise, die beiden weißen Männer, die sich Burning nennen, sind verloren. Sie werden heute Nacht ermordet werden. Ich nickte nur, denn ich war ganz derselben Meinung wie er. Winnetou fuhr fort, der Unterschied zwischen diesen beiden Pferden beträgt eine Stunde. Er ist während eines Ritts von über 8 Meilen nicht geringer geworden. Also wollen Grinder und Slack die Burnings nicht überholen, sondern sie erst, wenn es dunkel geworden ist, erreichen und ermorden. Herrgott, fuhr ich auf. Und es ist uns unmöglich, Rettung zu bringen? Au, stimmte er mir bei. Es ist unmöglich, sie so schnell einzuholen, denn in 2 Stunden wird es Nacht und dann können wir die Fährten nicht mehr lesen. Folgen wir ihnen trotzdem so schnell wie möglich und beten wir zum großen Manitou, dass er die Brüder beschützen möge. Hast du vielleicht einmal Todesangst ausgestanden, lieber Leser? Richtige, wirkliche, entsetzliche Todesangst? Wohl kaum, wenn in Beziehung auf meine Person ich auch nicht. So aber um anderer Willen habe ich diese Angst nicht nur ein und nicht nur 10-mal ausgestanden. So auch hier während der folgenden Stunde. Von der Gewissheit eines Mordes überzeugt zu sein und doch nicht retten können. Schrecklich. Diese Nacht, die wir im Gebüsch eines kleinen Nebenflüsschens des Lou Fork zubrachten, werde ich nie vergessen. Wenn Schnee gelegen hätte, hätte er uns geleuchtet, die Spuren wären zu erkennen gewesen und wir hätten die Freveltat vielleicht verhindern können. Aber ohne Schnee gab es keine des Nachts sichtbaren Spuren. Wir mussten trotz der Ungeduld, die uns nicht schlafen ließ, warten, bis der Wintertag zur leider späten Morgenstunde anbrach. Sobald es im Osten nur einigermaßen zu grauen begann, saßen wir auf und ritten weiter. Es gab noch eine Hoffnung, nämlich die, dass die Burnings kein Lagerfeuer angebrannt hatten und infolgedessen von Grinder und Slack nicht gesehen und gefunden worden waren. Aber diese Hoffnung wurde nun immer schwächer und schwächer, als wir bemerkten, dass die beiden Fährten sich der Zeit nacheinander immer mehr näherten. Grinder und Slack hatten sich gestern, als es zu dunkeln begann, so nah wie möglich an die Brüder herangenaht. Jeder Augenblick konnte uns jetzt die traurige Gewissheit bringen, dass 2 Menschenleben vernichtet worden seien. Wir ritten einem Buschwerk zu, um dessen Ecke die Spuren lagen. Als wir dieser Biegung folgten, prallten unsere Pferde, ohne von uns angehalten worden zu sein, von selbst zurück. Da lagen die Burnings bei der Asche eines ausgegangenen Feuers in einer großen Blutlache. Wir sprangen von den Pferden, um die Körper zu untersuchen. Es war kein Leben mehr in ihnen. Der Tod hatte sie schon gestern Abend ereilt. Zu unserem Erstaunen sahen wir, dass sie nicht erschossen, sondern erstochen worden waren. Einem Menschen zu erstechen, dazu gehört mehr Mut, als ihn aus sicherer Entfernung zu erschießen. Waren die Mörder vielleicht doch nicht so feig, wie sie mir vorgekommen waren? Oder hatten sie einen bestimmten Grund gehabt, das Messer der Kugel vorzuziehen? Was wir zu tun hatten, war leicht einzusehen. Wir durften uns nicht bei den Leichen aufhalten, sondern mussten den Mördern folgen, welche ihre Opfer, wie wir sahen, nicht vollständig ausgeraubt, sondern nur das Gold und die Gewehre genommen hatten und dann mit den 2 erbeuteten Pferden fortgeritten waren. Wir galoppierten also auf ihrer Fährte weiter, welche zu unserem Erstaunen genau in der Richtung auf Fort Hillock führte. Lag nicht in der Missetat selbst der triftigste Grund, diesen Ort zu meiden? Nach vielleicht einer halben Stunde sahen wir, dass die Reiter angehalten hatten. Es gab da nicht nur Huf, sondern auch Fußspuren. Und von dieser Stelle an
teilte sich die vierpferdige Spur in zwei zweipferdige Fährten. Was hatte das zu bedeuten? Wir hielten an und Winnetou rief aus: Uff, hier gingen die roten Kaddo-Männer und haben von den Mördern die geraubten Pferde geschenkt erhalten. Mit welcher Sicherheit traf der unvergleichliche Scharfsinn Winnetous hier wieder einmal das Richtige? Die Mörder hatten die armen Roten hier eingeholt und ihnen die Pferde geschenkt, um den Verdacht von sich ab auf sie zu lenken. Darum hatten sie ihre Opfer auch nicht erschossen, sondern erstochen, weil die Kaddo-Indianer keine Gewehre, sondern nur Pfeile, Bogen und Messer besaßen. Die bedauernswerten Roten waren also schon gestern außersehen gewesen, die Schuld anderer büßen zu sollen. Wie nichtsahnend sie in diese Falle gegangen waren und welche ungeheure Frechheit die Mörder besaßen, ersehen wir daraus, dass die beiden Spuren mit dem nur einzigen Unterschied auf Frau Hillock zuliefen, dass Grinder und Slack einen Umweg gemacht hatten, jedenfalls um ihren Raub zu verbergen und dann später als die Indianer auf dem Fort anzukommen und sie da zur Anzeige zu bringen. Während wir hierauf weiterjagten, schüttelte Winnetou seine langen, prächtigen, blauschwarzen Haare aus dem Gesicht, die wie eine Mähne hinter ihm herflogen, und presste zornig zwischen den halbgeschlossenen Lippen hervor: Hier sieht mein Bruder Charlie wieder einmal, wer besser ist, die Weißen oder die Roten. Trotzdem ist das Geschick auf der Seite der Bleichgesichter. Wir aber müssen verderben und untergehen. Uff, uff. Was sollte, was konnte ich ihm antworten? Nichts. Übrigens hätten wir jetzt auch keine Zeit zu einer Auseinandersetzung über diese traurige Frage gefunden, denn wir sahen am Horizont vor uns eine Reiterschar auftauchen, welche uns entgegenkam. Da diese Leute fast ebenso schnell eilten wie wir, trafen wir sehr bald zusammen. Es war ein Teil der Besatzung des Fort Hillock, von einem Leutnant angeführt. Diese Kavalleristen führten in ihrer Mitte die beiden Kaddo-Indianer mit sich, welche gefesselt an die Pferde gebunden waren. Als der Offizier das Kommando zum Halten gegeben hatte, warf er uns die Frage zu: Woher des Wegs, Meshurs? Von Fort Niobrara, antwortete ich. Auf dieser Fährte hier? Ja. Habt ihr heute vielleicht etwas Auffälliges gesehen? Allerdings, Sir, nämlich die Leichen zweier Männer, welche ermordet und beraubt worden sind. Well, stimmt. Wie weit ist der Ort von hier entfernt? 3/4 Stunden. Ich sehe da zwei Innsmen, welche gefesselt sind. Aus welchem Grund hat man sie gebunden? Weil sie die Mörder der beiden Männer sind, deren Leichen ihr gesehen habt. Wir schaffen sie an Ort und Stelle, um ihre Opfer zu begraben und sie über den Gräbern aufzuhängen. Ihr wisst vielleicht, dass die Justiz hier im Westen eine schnelle ist. Das weiß ich allerdings, Sir. Aber wisst ihr ebenso genau, dass diese Indianer wirklich die Schuldigen sind? Natürlich sind sie es. Sie sind ja mit den Pferden und Gewehren der Toten getroffen worden. Woher wisst ihr, dass diese Pferde und Gewehre den Ermordeten gehört habt? Mann, wer gibt euch das Recht, mich so auszufragen? Ihr seid ein Unbekannter, der gar nicht so aussieht, als ob er hier in den Westen überhaupt hergehört. Ich aber bin Offizier und euch jedenfalls keine Rechenschaft schuldig. Nach dieser Zurechtweisung wendete er sich von mir ab, um das Kommando weiterreiten zu geben. Ich aber kam ihm zuvor. Ich wünsche euch allen noch einen schönen, wunderschönen Sommer mit Freunden und Familie und mit großer Vorfreude auf Karl-May-Spiele in ganz Deutschland 2021.